herzlich willkommen bei Unser Familienwissen. Heute werden wir englische Muffins herstellen und dafür brauchen wir natürlich ein Rezept und das machen wir jetzt. Und zwar brauchen wir dafür 240 Milliliter warme Milch, also die ist schon mikrowellenwarm gemacht, 15 Gramm Zucker und 9 Gramm Trockenhefe, die habe ich schon zusammengemischt. Dazu noch 20 Milliliter Speiseöl und 350 Gramm Mehl und eine Prise Salz. So, der erste Schritt ist die warme Milch zusammen mit der Trockenhefe und dem Zucker zu verrühren. Das ist sozusagen der Vorteig. Erstmal schön verrührt. Und nach dem Verrühren wird der für 15 Minuten abgedeckt in Ruhe gelassen. So schön verrühren, bis die Hefe keine Klümpchen mehr bildet. Jetzt wird er erstmal 15 Minuten zur Seite gestellt, in Ruhe gelassen und natürlich abgedeckt. Und dann machen wir weiter mit dem Rest. So, die Trockenhefe und die Milch mit dem Zucker steht jetzt erstmal beiseite. Jetzt machen wir erstmal die Prise Salz. Dazu die 350 Gramm Mehl. Alles schon mal in Rührer. Ihr könnt es auch per Hand verknicken. Dazu brauchen wir jetzt keine Küchenmaschine. Macht sich selbstständig. Und 20 Milliliter Öl. Wir haben jetzt hier einfach Sonnenblumenöl genommen. Ihr könnt auch, wenn ihr Rapsöl zu Hause habt, Rapsöl benutzen. Mit Olivenöl habe ich es noch nicht probiert. Wäre auch eine Variante wahrscheinlich. So, das lassen wir jetzt erstmal hier drin. Und wenn die Trockenhefe 15 Minuten in Ruhe gelassen wurde, dann mischen wir weiter. So, 15 Minuten sind rum. Die Hefe hat so kleine Bläschen oben gebildet. Daran merkt man, Gott, sie ist soweit. Und zwar mischen wir jetzt den Teig an. Die Trockenhefe einfach mit zum Rest dazu. Und verkneten. So, der Teig wurde jetzt 5 Minuten geknetet. Und klebt nicht mehr am Rand fest und kann jetzt rausgeholt werden. So. Da könnt ihr die Arbeitsfläche ein wenig mit Mehl bestäuben. So. Und der wird jetzt weitere 5 Minuten gezogen. Also so richtig den Teig ein bisschen ziehen, ausdrücken. So. Und das wird jetzt weitere 5 Minuten gemacht. Und danach nochmal 5 Minuten den Teig schlagen. Also auf die Platte hämmern. Aber erstmal ziehen wir den 5 Minuten lang. So, nach 5 Minuten ziehen wird jetzt ein bisschen geschlagen. Und zwar so ein bisschen auf die Arbeitsfläche drücken und dabei schön
rollende Bewegung. So, nach 5 Minuten wird der jetzt zu einer Kugel geformt. So, ein bisschen ziehen und den Restteig nach unten drücken. Zack. Schon habt ihr eine schöne Kugel. Und die Kugel wird jetzt nochmal für 1 Stunde in Ruhe gelassen. Ich, damit es schneller geht, mache ich das immer 1/2 Stunde im Backofen bei 40 Grad Ober-Unterhitze. Und zwar bemehle ich nochmal ein bisschen die Schüssel, damit der Teig nicht kleben bleibt. Packe die schöne Hefekugel in die Schüssel rein und bemehle die noch mal ein bisschen drüber. Dann kann der Teig nicht austrocknen. So. Und jetzt für 1/2 Stunde im Ofen, Ober-Unterhitze, 40 Grad. Und danach wird er weiterverarbeitet. Die 1/2 Stunde ist rum. Der Teig ist richtig schön aufgegangen. So, um das zu testen, drücke ich hier immer schön, seht ihr, mit dem Finger ein Loch in die Mitte. Und dann kann ich auch gleich fühlen, welche Konsistenz der Teig hat. So, ich hole mir den Teig jetzt hier raus. Ich hoffe, man sieht es alles, ist alles im Bild. So, Arbeitsplatte noch ein bisschen bemehlen, den Teig raus. So. Und den kann ich jetzt noch mal ein bisschen kneten. Ein bisschen breit drücken und in 16 Teile teilen. Und diese forme ich jetzt wieder zu einer Kugel und packe diese dann in meine vorbereiteten kleinen Förmchen. Das sind einfach nur Pappstreifen in Alufolie eingewickelt, mit dem Tacker verbunden und nochmal ein bisschen in Alufolie rein. Und dann hat man so schöne runde Förmchen. Das habe ich jetzt 8-mal. Ich werde 2 Durchgänge backen, weil das Basteln dauert sonst zu lang. Ja, davon habe ich 8 Stück. Und die werde ich jetzt auf meinem Backblech tun. Die werde ich jetzt zur Kugel formen und dann nochmals 15 Minuten ruhen lassen. Nochmal im Ofen bei 40 Grad Ober-Unterhitze. 10, 15 Minuten. Mein Backblech. So, können die schön aufgehen. Ihr könnt es auch ohne die Förmchen backen später. Ich habe es jetzt mit Förmchen und dann sind die an der Seite so flach. Also haben die typische englische Muffinform. Ihr könnt es auch rund lassen in kleine Bällchen. Dann wären es auch kleine Bällchen. So. Nach dem Ruhen bestreiche ich mit Pinsellichtern, mit Öl, ein bisschen die Backförmchen und
den Teig. Und dann klebt da auch nichts fest. Acht sind es schon soweit. Jetzt lasse ich die noch mal 15 Minuten lang ruhen. Abgedeckt. Und dann geht's weiter. Der Teig ist noch mal 15 Minuten im Ofen aufgegangen. Jetzt beöle ich, also bepinsle ich die Backförmchen. Und dann können die kleinen Brötchen bei 170 Grad Ober-Unterhitze circa 10 bis 15 Minuten schön backen. Und damit die die typische englische Muffinform bekommen, packe ich noch Backpapier oben drauf beim Backen. Backpapier und dann nochmal ein Backblech, damit die schön nach unten das Backpapier schön nach unten gedrückt wird. So. Die anderen 8 ruhen gerade hier unterm Geschirrhandtuch. Die haben noch ein bisschen länger Zeit, um aufzugehen. So. Und ab in den Ofen. 10, 15 Minuten. So, nach einer Backzeit von 17 Minuten sind die Brötchen jetzt endlich fertig. Und jetzt können sie belegt werden. Lasst es euch schmecken.